Was kostet PCP? Mit PCP dann kriegst du jede Woche eine neue Farbe. Hi, jetzt willkommen zu diesem Video. Wir sind gerade auf dem Weg in Schramberg, wir beide. Hallo. Du warst da noch nie, ne? Nein. Und den Golf hast du auch nur auf Fotos gesehen? Ja. In Videos. In den Videos. Guckst du meine Videos? Natürlich. Sag ehrlich. Nee, ne? Wenn du sie schneidest. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Genau, wir sind heute auf dem Weg in Schramberg, weil dort wird nämlich jetzt einmal das ganze Auto, also Stoßstange und sowas, Stoßstange, Kotflügel, das war's, ne? Türen. Stimmt, sogar die Türen, krass. Weil das habe ich alles noch gar nicht lackiert, das habe ich auch noch gar nicht lackiert gesehen. Wir haben nur, das war ja eine Schulung im letzten Video, ich packe euch mal einen Link rein, haben wir nur gesehen, wie... Und auch ich, also wir, ihr und ich, wie die Karosse gemacht wurde. Den Rest habe ich noch gar nicht in Farbe gesehen und heute wird das Auto einmal zusammengesteckt. Das Ganze machen wir, weil wir natürlich ein Design finden müssen für das Auto und die Straße mache ich. Und die Designfindung, also wie gesagt, jetzt werden heute nur die Bilder gemacht und das Video geht ja Donnerstag für euch online. Heute ist... Mittwoch. Also ihr das Video morgen schon online. Und am... Was war das? Und am Freitag wird... da gehen wir live. Den genauen Termin bzw. die genaue Uhrzeit, die teile ich euch im Laufe des Videos noch mit. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Das muss ich gleich erstmal mit Danny besprechen. Oh, wir brauchen eine Klimaanlage. Oh, okay, ich bin wieder soweit. Ich wollte euch noch was mitteilen und zwar, ich habe eine neue Internetseite gefunden, die ist echt cool und zwar, da kannst du dein Auto anmelden mit allen Daten und so weiter, weil viele Leute schreiben ja auch immer, was hast du da verbaut und haben keinen Bock, sich die ganzen Videos anzugucken. Da zum Beispiel ist einfach alles hinterlegt, ich habe mir da ein Profil gemacht. Da ist wirklich alles hinterlegt an Sachen zum Beispiel, die ich verbaut habe. Da sind dann die Videos, habe ich verlinkt, die zu den eingebauten Sachen gehen und so weiter und so fort. Und da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, ich packe den Link unten in die Videobeschreibung, könnt ihr mir folgen. MyHood heißt die Seite. Wie kann man das einfach erklären? Das ist wie Facebook nur für Autos. So würde ich das jetzt mal sagen. Mega cool. Da findet ihr jetzt, wenn ihr schnell seid, das Video geht ja jetzt am, oder ich telefoniere, ich mache hier ein Video. Auto, ich mache ein Video. Achso, jetzt ist er ran. Ich muss wieder auflegen, ich drehe gerade ein Video. Tschö. Jetzt bin ich auf, habe ich angenommen. Ich packe euch den Link mal unten in der Videobeschreibung, weil auf MyHood gibt es am Wochenende, wenn ihr schnell seid, wenn ihr euch mit euren Karren da anmeldet. Kostenlos. Genau, ist alles kostenlos. Ihr habt dafür nichts bezahlt. Ihr müsst dafür auch nichts bezahlen. Da gibt es ein Voting. Da gibt es Preise zu gewinnen. Also ich habe mich da auch auf jeden Fall angemeldet. Und ihr könnt, wenn ihr keinen Bock habt, selbst daran teilzunehmen, könnt ihr trotzdem für mich voten. So, weißt du, das ist so ein bisschen Unterstützung. Wäre schon cool. Habe ich schon mal was gewonnen? Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Kann mich nicht dran erinnern. Ich kann mich da auch gerade nicht dran erinnern. So, wir sind angekommen im Schramberg. Denkt daran. Geht mal auf MyHood, meldet euch da an. Wie gesagt, wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch noch selbst bei diesem Voting mit eintragen. Wie heißt das denn? Cars and Bytes. Cars and Bytes? Mhm. Cars and Bytes, genau. Könnt ihr einfach mal googeln. Wie gesagt, Link packe ich aber unten in die Videobeschreibung. Wir sind angekommen. Oh, es ist warm, wenn man das Fenster zumacht, ne? Ja. Oh, so, wir gehen jetzt rein. Guckt euch mal das. Die Tür habt ihr ja noch gar nicht gesehen. Ich auch. Guck mal hier, wie geil einfach dieser Übergang aussieht. Also du siehst gar keinen Übergang, weil es einfach so aussieht, als wenn es wirklich ein Teil ist. Ne? Die haben jetzt hier alle schon geschliffen. Wie gesagt, wir stecken das jetzt einmal alles Probe. Ich sag wir, dabei mache ich gar nichts, außer hier ein bisschen filmen. Oder was sagst du? Mega. Sieht richtig gut aus. Du siehst ja auch zum ersten Mal. Siehst du zum ersten Mal, ja. Nur also selbst wenn jetzt kein Design drauf kommen würde, die hier zum Beispiel, die kommen ja auf jeden Fall schwarz. Dann das hier hinten kommt auf jeden Fall schwarz. Das kommt schwarz. Dann, wir haben ja noch ein paar mehr Teile. Achso, hier zum Beispiel. Du hättest
jagst mich hier durch die Gegend. Ja, es tut mir leid. Das ist, glaube ich, der Original. Ja, das ist der originale Spoiler. Ist auch ein Kreidegrau. Das sind die Kotflügel. Die bleiben in Kreide. Und dann, ich gehe hier langsam. Mhm, danke. Dann haben wir hier noch das Schwert. Das kommt, glaube ich, auch in Schwarz. Kofferraumklappe. Das ist. Ist das vom Spoiler, Schatz? Ja, ich glaube, ne? Das könnte vom Spoiler sein. An den Seiten. Genau. Achso, das hier auch, genau. Das kommt auch in. Ich glaube, das machen wir in Schwarz. Das weiß ich gar nicht. Und der Spoiler an sich, der kommt. Ja, das ist die Frage. Den Spoiler in Schwarz, also obendrauf. Und an den Seiten, das sind ja diese Dinger hier, die sitzen dann hier, links, rechts, die dann schwarz, glaube ich, ne? Ich habe gerade so null Vorstellungsvermögen. Ja. Mit schwarz, schwarz, schwarz. Das hier sind die Dinger unten von dem Heckdiffusor, so Wings, sage ich mal. Also hier steht einfach so krasses Zeug rum. So, da ist die Stoßstange, da können wir aber, glaube ich, nicht hinfilmen, weil da ein Auto steht und ich weiß. Danny, das Auto, was dort steht, ist das schon offiziell, dass der hier steht? Darf man den sehen? Ist nicht schlimm. Ich kann mich auch in andere Richtungen okay. gehen. Okay, nö, wenn er ein bisschen mit auftaucht, weil wir wollen einmal zur Stoßstange gehen. Die Dinger hier kommen auch in Schwarz. Und dann, das muss ich Danny gleich noch zeigen, ich habe ihm das schon gezeigt, es gibt so ein Bild, ich blende das mal ein, es gibt ein Bild, was ich im Internet gefunden habe, allerdings mit einer originalen Golf 7 Stoßstange. Sieht schon wirklich richtig, richtig gut aus. Eventuell machen wir das hier auch. Ich übernehme mal die Kamera, weil hier wird weiter fleißig zusammengebaut. Ich bin richtig gespannt. Ja. Vor allem auch in Kombination mit der Carbon-Motorhaube, wie das dann aussieht. Ich habe bei Insta eine Fragerunde gestartet, weil es mir so vorkam, auch in den Kommentaren von dem letzten Video, dass noch nicht alle Fragen beantwortet sind und da habe ich mir jetzt mal so Screenshots gemacht zu den meistgestellten Fragen. Was kostet PCP? Was kostet? So ist das gefragt? Auf dem Auto? Was kostet eine Schulung? PCP-Lackierung. Eine PCP-Lackierung, okay. PCP ist ja unser Produkt, wo wir hier im Schrammwerk quasi Lackierereien darauf schulen. Das heißt, so eine Kosten sind natürlich davon abhängig, was kostet eine Lackiererstunde in Bayern, in Rostock, im Ruhrpott, ne? Also wir haben 50 PCP-Partner in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und also erstmal hängt das davon ab, Arbeitsstunde plus Material plus Aufwand, was man macht. Also es ist vergleichbar wie, was kostet Urlaub, was kostet eine Brust-OP. Ja, ja. Man braucht viel, viel mehr Infos. Ne? Also willst du wirklich nur außenrum einen transparenten Steinschlagschutz haben, wie man das kennt von Steinschlagschutzfolie oder wie beim Carwrap, willst du ein buntes Design aufmachen? Das gleiche sind wir halt nur in Lack und in besserer Lackqualität. Das heißt, es ist wirklich echter Lack aus der Lackiererei, der durch unser PCP abziehbar wird. Und da muss man halt wissen, willst du eine Metallicfarbe, willst du wirklich, wie bei dir nachher, eine spiegelglatte Oberfläche, geht natürlich viel mehr Zeit rein. Wie groß ist das Auto? Wie groß ist das Auto, wie viel PCP geht drauf? Willst du, hast du ein Offroad-Auto, wo du dicker PCP machst? Also wir können auch variieren. Bei einer Folie hast du eine Stärke, frisst du das schwer. Bei PCP kann der Lackierer entscheiden mit dem Kunden zusammen. Wir machen das so dick, wir machen so viel Klarlack drauf. Also wir haben zig Faktoren, die den Preis bestimmen und deswegen kann man das wirklich pauschal nicht sagen. Viele denken, das ist ein Geheimnis. Ist es nicht, sondern es ist halt dein Anspruch, dein Budget. Gucken wir, was man da machen kann. Aber es ist vergleichbar mit einer hochwertigen Lackierung, weil es eine Lackierung ist. Nur, dass man sie in erster Linie nicht anschleift, sondern zwischenschleift nachher. Mhm. Ja, das war Frage 1. Wie lange hält so ein Lack? Eigentlich unbegrenzt. Also wir sind nicht wie Folie, wo sich Weichmacher verflüchtigen, ja, lösemittelhaltige Kleber da sind, wo man sagt, nach 2-3 Jahren sollte man das runternehmen, ist meine Erfahrung, weil ich habe selbst 11 Jahre lang foliert.
Deswegen sage ich, länger als 3 Jahre auf einer Folie auf dem Auto. Du hast es auf deinem Dach gesehen. Ja. Ne, schwarze Folie, 2,5 Jahre auf dem Dach. Da ist das Schwarz in das weiße Dach eingeblutet. Ist somit quasi lacktechnisch im Arsch. Muss neu lackiert werden. PCP ist eine Lackierung, da sind keine Weichmacher, die rausschrumpfen. Das ist wie eine Lackierung zu behandeln. Je länger man es pflegt, umso länger hält das auch. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, nach 2, 3, 4 Jahren muss es runter, sondern wenn man es pflegt, kann man es drauf lassen, bis es irgendwann scheiß aussieht. Mhm. Das tut es eigentlich nicht. Okay. Was unterscheidet PCP von Sprühfolie? Ganz, ganz viel. Also ich bin ja schon seit, ich glaube, über 15 Jahren, nee, schon länger, fast 20 Jahren habe ich Spray Mask gehabt. Das ist von Metal Flake, das war eine Sprühmaskierung. Für meinen Airbrush habe ich da gemacht. Kannst du quasi was aufsprühen, kannst das schneiden und kannst das als Schablonfolie nehmen. Also so lange bin ich schon mit Sprühfolien quasi zugange. Sprühfolien sind oftmals lösemittelhaltig, das sind diese Gummidips wie Plastidip oder sowas, oder Engenco oder Opticode, was es alles gibt. Das ist wirklich lösemittelhaltig und es gibt auch keinen richtigen Klarlack dafür. Also für Plastidip gibt es keinen Klarlack, sondern das ist ein einkomponentiges Zeug, das sprühst du rauf. Sieht ganz witzig aus, aber wenn du mit dem Fingernagel einmal so machst oder das nicht dick genug rauf machst, kriegst du es nie wieder runter. Wir wollen das nicht schlecht machen oder so, ne? Nee, aber die Technik ist gut. Also wir sind ähnlich und Sprühfolie ist, sag ich mal, meins ist für einen Lackierer. Also wir sind keine Sprüher, wir sind Lackierer. Und Sprühfolie, es gibt keine, also wir sind weltweit, Stand jetzt, die einzigen, die weltweit 100% wasserbasierend sind. Das heißt, auch bei nachlackierten Fahrzeugen, wo jetzt ein frischer Lack drauf ist, geht PCP niemals in Verbindung mit dem Originallack ein. Das heißt, wir konservieren einen Lack darunter, gerade bei Oldtimern oder sowas, und zerstören den Lack nicht. Und macht Sprühfolie auch nicht, wenn sie richtig angewandt wird. Sprühfolien sind auch oftmals ein geschlossenes System. Das heißt, du musst die Basisfarben kaufen, ne, die Sprühfolie plus den Klarlack, der oftmals sehr elastifiziert ist, um noch mehr Schutz reinzukriegen. Das ist bei PCP nicht. PCP kauft der Lackierer bei mir und er kann sein Klarlack nehmen. Das heißt, PCP ist schon so stabil und abziehbar in sich, dass wir nicht noch extra den Lack oben elastifizieren müssen, den man schlecht schleifen kann, den man schlecht polieren kann. Das ist so Punkt 1. Und wie gesagt, das Wichtigste für mich war, ich möchte eine 100% wasserbasierende Beschichtung haben, weil in Zukunft die ganzen Autohersteller, die gehen alle auf diesen Umweltschutz, müssen sie Emissionsgesetz und VOC und hast nicht gesehen. Und deswegen habe ich mir den besten Hersteller dafür rausgesucht, der am meisten damit Erfahrung hat. Und das ist halt mein Hersteller P1 Coatings aus Belgien. Die sind schon in 10 Jahren am Markt mit wasserbasierenden Sprühsystemen. Und deswegen habe ich mit dem Hersteller damals ausgesucht und der hat für mich mal PCP dann mit mir zusammen entwickelt. Okay. PCP kann man ja auch nicht nur für das ganze Auto nehmen, sondern ihr könnt zum Beispiel auch einfach die Front. PCP an sich ist ja erstmal durchsichtig. Genau. Erstmal PCP sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Warum heißt es PCP? PCP ist ja früher, ist mir später erst aufgefallen, eine Droge, eine böse. Da wurden Tiere mit betäubt und sowas, ne? Und das wurde als Droge missbraucht. PCP heißt eigentlich Peelable Car Paint. Der abziehbare Autolack. Also PCP ist der abziehbare Autolack. Weil wir halt wirklich echter Autolack sind, nicht irgendwas zusammengemischtes Gummizeug, sondern wirklich aus der Mischbank, hast du ja gesehen, von Standox jetzt, nehmen wir wirklich den Lack aus der Mischbank von allen sämtlichen Herstellern und machen daraus diesen abziehbaren Lack. Und deswegen abziehbarer Autolack. Deswegen PCP. Entschuldigung, was wolltest du da sagen? Ich wollte sagen, dass du, also PCP an sich ist ja erstmal durchsichtig und du musst nicht unbedingt, also das ist ja, du kannst es als Lackschutz benutzen zum Beispiel. Du kannst nur die Frontstoßstange als Beispiel in durchsichtig PCP oder halt eingefärbt, wenn du schon 1 Million Steinschläge hast, kannst du das einfärben in deine Autowagenfarbe und dann hast du vorne den Frontbereich Steinschlag geschützt und es deckt auch vorhandene, also du musst auch nicht darauf schleifen oder so auf dem Echtlack, sage ich jetzt mal. Nein, also wir haben hier gerade hier drin Porsche, kannst du ja mal reinschauen. Das Auto hat 60.000 Kilometer runter, 991, 4S. Der hat, also die Stoßstange ist eigentlich im Arsch. Aber der Kunde sagt, ey, das ist noch die Originallackierung und ich möchte den Wert erhalten und die Historie des Lacks erhalten, weil wenn ich es irgendwann verkaufe und jemand geht mit dem Schichtdickmesser bei, oh, es ist nachlackiert, hast du mal einen Unfall gehabt, die Diskussion fällt weg. Mhm. Aber er sagt, ich möchte so nicht mehr fahren, ich möchte die Historie erhalten. Das heißt, wir haben die ganzen Steinschläge mit unserem PCP aufgefüllt, in Wagenfarbe eingefärbt, jetzt kommt der Klarlack drauf, wir schleifen es einmal zwischen, weil das waren richtige, heftige Löcher, haben den Klarlack quasi glatt geschliffen. Und jetzt kommt noch ein finaler Klarlack drauf und du siehst keinen Unterschied. Und der Vorteil von PCP ist auch, der Lack bleibt länger schön, oder PCP. Mhm. Du hast ja die Steinschläge, da platzt der Lack ja immer raus.
Und bei PCP wird das alles viel mehr zusammengehalten. Das heißt, du hast vielleicht einen Einstich oder sowas, aber der platzt nicht weg. Mhm. Also das heißt, mit PCP sieht auch eine Lackoberfläche viel, viel geiler aus. Deswegen macht es Sinn, ein neues Fahrzeug gleich zu schützen, transparent oder in Wagenfarbe. Und dann bleibt der Lackstand viel länger schön und du erhältst die Originallackierung. Mhm. Haben wir noch eine Farbe? Ja, also ganz häufig wird das halt mit Sprühfolie verglichen. Hier ist zum Beispiel noch eine Frage, ist dein Lack übertrieben gesagt, so wie Sprühfolie, nur 100 Mal bessere Qualität? Ja. Also ich sag mal, Sprühfolie ist, was kannst du ja bei ATU kaufen. Mhm. Ne? Plastidip. In Sprühdosen kennt jeder, hat jeder schon mal Felgen gemacht, haben wir früher auch mitgearbeitet und immer wieder, ja, semi-geil. Ne? Und das ist halt, PCP kriegt wirklich nur der Profi-Lackierer bei uns. Also bei uns kann jetzt keiner herkommen und sagen, ich kaufe mal 5 Liter und mach das selbst. Dafür ist PCP zu aufwendig. Das ist wirklich ein Profi-Produkt, das ist so aufwendig in Anwendung. Aber du kannst halt, siehst du, die besten Ergebnisse rausholen, was du halt mit Folie oder mit Sprühfolien auf keinen Fall schaffen wirst. Mhm. Ja. Und hier, ich glaube, die Frage hatten wir gerade schon mal, ist PCP teurer als eine Standardlackierung? Jein. Also es kommt auf die Qualität drauf an, die du haben möchtest. Die Preise, variiert auch wieder von Lackierer zu Lackierer, die Preise können bei einer Folierung, also jetzt einer Steinschlagschutzfolierung gleichziehen, wobei wir natürlich die kompletten Kanten schützen. Das macht Steinschlagschutzfolie oft ja nicht. Na, so wie hier. Hier zum Beispiel Steinschlagschutzfolie drauf. Na, entweder klebt man die vorne um die Kante rum, aber wir wissen, alle Autos momentan haben keinen Lack unten vernünftig, das heißt, die Folie klappt zurück. Also greift man jetzt auf diese computergeplotterten Folien, die haben immer so ein paar Millimeter Rand. Die werden raufgeschoben, weißt du? Mhm. Dann hast du immer einen freien Rand. Bei Schwarz hast du oftmals Polierreste, bei Weiß hast du Klebe, Schmutzreste. Ja. Na, das sieht immer unschön aus. Und die Kanten sind nicht geschützt. Na, und gerade bei dem Porsche hat man es auch gesehen, die Steine fliegen gegen die Kante, wo keine Folie ist. Fliegen auch gegen die Folie, aber du folierst und musst trotzdem lackieren, weil du trotzdem Steinschläge hast. Deswegen sage ich mal, wir können bei PCP preismäßig bei einer Steinschutzfolierung, bei einer aufwendigen Folierung gleichziehen. Bei besserer Qualität und echten Lackglanz, weil wir Klarlack oben drauf haben. Aber wenn du wirklich, das ist immer mein Anspruch, wenn du wirklich besser als werksnah haben willst, schleifst du den Klarlack einmal zwischen. Das ist das, was es wieder teurer macht. Du machst nochmal Klarlack drauf, dann hast du eine Oberfläche, noch mehr Schutz drauf und hast dann eine Oberfläche, die seinesgleichen sucht. Ne? Und das ist dann natürlich teurer. Also es kann bei den Preisen losgehen, aber ich sag mal, es ist immer vergleichbar, bei meinem Anspruch, immer mit einer hochwertigen Lackierung vergleichbar. Mhm. Okay. Ich hatte in dem letzten Video 10, 20, 30 Mal gesagt, dass der Lack abziehbar ist. Das hier ist der Kotflügel, den ihr im Zeitraffer gesehen habt, auf der rechten Seite von dem letzten Video. Das ist jetzt schon mal ein bisschen abgezogen. Zeig mal, was PCP kann. Das ist... Ich habe einen Kotflügel, der andere Kotflügel, der noch mit in der Kabine stand. Den werde ich mal auf irgendeinem Treffen, kann ich euch das mal zeigen. Oder so, da müssen wir mal einen genauen Termin finden. Das weiß ich noch nicht, vielleicht zum Beispiel erst eine Motorshow oder sowas. Da können wir dann auch ein bisschen rumfummeln. An meinem Auto bitte nicht, aber zeig mal bitte, was das Ding aushält. Genau, das ist auch noch die Sprühfolien und sowas, die können alle geil aussehen. Mhm. Mir war wichtig, hat die Funktion, dass es wirklich einen Steinschlagschutz hat oder diesen Neiderschutz, wenn einer mit dem Schlüssel längs geht. Ne? Ja. Hast du einen Schlüssel in der Tasse? Das ist jetzt der Kotflügel, den wir in deiner Farbe mitlackiert haben. Guck mal, der typische Neider geht ja mal schnell vorbei. Ne? Hast du schon gehört, ich glitsch da fast schon rüber. Mhm. Das könnte ich jetzt mit Chance polieren und... polieren, schleifen und aufpolieren. Also kannst richtig. Deswegen ist er so verbeult. Wir hauen da richtig. Schlüssel noch heil. Ich hoffe. Das ist immer mein Kastanienersatz. Ne? Also da kannst du einmal gegenhauen. Jeder weiß, wenn er so einen Backstein gegen sein Auto hält, da machst du nur einmal so und ist der Lack schon zerkratzt. Ne? Also. Hier. Ja, ich mache das jetzt auch nicht auf. Das ist so die Akkupatz, ne? Ja. Komm auch über die Kante schön rüber, ne? Ich kann jetzt einmal übertreiben. Ich gehe jetzt einmal, versuche jetzt mal richtig reinzudrücken. Also hier werde ich wahrscheinlich den Lack mit zerstören. Da bleibt mal drauf. Da habe ich das auf jeden Fall das PCP schon mit aufgerissen, ne? Und das ist jetzt noch nicht mal dick, PCP. Also das ist jetzt aus der Schulung. Ja, genau. Einmal PCP drauf. Ihr merkt auch von, ne, es geht nicht. Es hat trotzdem eine schöne Zugkraft. Ne? Also viele haben immer Angst, wenn ich durch die Waschstraße fahre oder Dampfstrahler. Also ne, ihr seht, da ist eine schöne Zugkraft drauf. Ja, man sieht auch von hinten jetzt hier diese ganzen, hier sieht man das,
Aber hier auf der Oberfläche siehst du halt gar nichts. Also ich drücke vielleicht eine Beule rein, die keinen Dellendrücker rausmachen. Aber jetzt siehst du, hier bin ich durchgegangen. Guck mal hier. Da ist gar nichts. Nee, gar nichts. Also, ne, deswegen, das war mir wichtig. PCP soll geil aussehen. Ja. Oder man kann es geil aussehen lassen, je nachdem, was der Anspruch ist. Ne? Die günstigste Variante passiert PCP dünn. Mit der Optik einer Werksnarbe, so Orangenhaut. Ne? Da kannst du halt beim Folienpreis konkurrieren. Und wenn du es halt ein bisschen geiler oder noch höher schützen willst, guck mal hier. Habe ich vielleicht. Nee, auch eine bisschen Staub. Ja, stimmt. Krass. Also hier habe ich die Schlüssel jetzt eben gegengezimmert. Obwohl, guck mal, hier sind richtige Löcher im PCP. Du bist trotzdem nicht genau. Auf der Lackierung hier. Das ist alles nur Staub. Und ne, die Zugkraft ist schön. Und wir haben keine Klebstoffe. Das ist halt das Wichtigste. Es ist wasserbasiert. Und hält reinweg durch die Adhäsionskräfte, fragen auch mal viele, ja, aber ohne Klebstoff kannst du das wegschieben. Also das ist vorstellbar, technisch gesehen, Adhäsionskraft ist das, was diese Window Colors, was die kleinen Kinder an die Scheiben malen können. Genau. Und dann können sie es abziehen, wieder ranbacken. Mhm. Ranbacken können wir es jetzt wieder nicht, aber ne, so hält das. Und das ist halt genau für Lack, können wir noch ein bisschen sogar eine Haftung spielen mit einem Primer. Können wir sagen, wir wollen es ein bisschen stärker haftend haben, wenn ein Auto brutal schnell ist oder es wesentlich länger drauf bleiben soll, ist das dann so ein Showfahrzeug für einen Monat oder ein Werbefahrzeug, dann machen wir die Haftung ein bisschen leichter, dann kannst du es leicht und schnell wieder abreißen. Viele zum Beispiel, auch die mieten sich Auto für eine erste Motorshow, nur mal, ich sag jetzt mal einfach irgendeinen, sagen wir mal Sixt, die mieten sich ein Auto bei Sixt, packen da Felgen drauf, machen sich eine PCP-Lackierung drauf, die werden hinterher wieder abgezogen und dann geht das Ding wieder zurück zu Sixt und fertig. Tja, so. Kannst du auf der Messe stand, du sagst, du willst Felgen verkaufen, hast genau. eine Felgenbude. Das Auto so lackieren. Ne? Und das ist halt, könnte man mit Folie theoretisch auch machen, aber Folie haben wir ja nur bei deinen gesehen. Ja, ich habe es nur selber gemacht. Ne? Dann hast du doch mal irgendwo einen Einschnitt oder irgendwas. Und hier ist ja wirklich, wir schleifen den Lack ja nicht an, sondern wir konservieren den Lack, so wie er ist, genau. Wischen ihn sauber und legen los. Ne? Und wir sind natürlich auch, wenn hier unter Bodenschutz und sowas ist, der hält auch keine Folie mehr, sondern wir, also PCP hält wirklich auf den rauesten Untergrund irgendwo. Ja. Ne? Wir sind völlig spannungsfrei, weil wir natürlich genau, wir lackieren das über mehrere Schichten, halt ein und haben auch die komplette Kante entspannt geschützt. Das heißt, nicht wie Folie, die irgendwann einmal Sonne, dann spannt die sich und will wieder zurück, sondern... Ja, gerade im Heckbereich, wo das Kennzeichen zum Beispiel, da, wo sich diese Kanten treffen. Genau, also dein Auto zu folieren, würdest du Kopfschmerzen kriegen. Ja. Ne? Ich habe gerade eine Anfrage gehabt oder ein Gespräch gehabt, der hat einen ähnlichen Golf, der will da Chromfolie drauf machen. Da weiß ich, Chromfolie, das hält von 12 bis Mittag, die schmeißt irgendwann Falten. Du musst da rumstückeln wie ein Weltmeister und siehst ja, deine Lackierung ist jetzt in einem Stück. Ja. Ne? Seitenteil, das kannst du halt nur, wenn du es auflackierst. Ne? Mhm. Deswegen sind wir spannungsfrei, völlig stressfrei, jede Wagenfarbe, das ist halt PCP. Also du hast zig Vorteile einer Lackierung mit der doppelten Stabilität einer Folie. Carwrap-Folien sind auch mal hauchdünn, also bei 60 µ. Und wir haben bei dir nachher, ich schätze mal, 300 µ drauf. Das heißt, wir haben richtig glatt, wir haben Hochglanz. Da kommt nachher eine Keramikversiegelung drauf, dann kannst du noch leicht waschen. Und das geht halt nur mit Lack. Ja, mega. Mega. Ich hoffe, damit sind alle Fragen beantwortet. Wenn nicht, Danny hat ja einen eigenen YouTube-Kanal, den du auch demnächst befeuern willst. Ne? Genau. Mit Videomaterial. Und wenn ihr noch Fragen habt, entweder stellt die auf seinem Kanal oder einfach direkt unter das Video. Er beantwortet die. Er liest auch immer jeden Kommentar mit und beantwortet dann auch die Fragen. Aber ich denke, eigentlich sollte jetzt erstmal soweit alles... Waren alle Fragen, ja. Was kostet PCP? Genau. Was kann es ab? Welche Farbe geht. Ja, die meistgestellte Frage ist, was ist der Unterschied zur Plastiktipp und wie teuer? Genau. Technisch gesehen ähnlich, aber halt wesentlich in Lackqualität. Ja. Na? Perfekt. So, hier sind schon Türen dran. Danke für die Fragen, für die Antworten. Hier kommt gleich noch, machst du die Kofferraumklappe und so, machst du auch noch dran, ne? Ja. Sehr gut. Guck mal, hier ist auch schon eine Tür dran. Tschüss. Ciao, schönen Feierabend. Es ist nämlich schon wieder 17:32. Wir haben gerade eben erstmal im Stau gestanden, in der Vorsperrung. Lenny, was sagst du? Das Kreidegrau mit der Carbon-Optik, geil, oder? Sehr geil. Ich glaube, das kommt ganz gut. Ja. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass sich hier das Blech verfärbt, so anläuft, sag ich mal. Ne? Das gehört nicht so. Nee, also für mich nicht. Das sieht ja optisch kacke aus. Ich fand, das sah so das sieht gleichmäßig so coffee-mäßig aus. Mhm. Also, ja, nee. Das ist durch den Regen, denke ich mal, hat das, ist das irgendwie angelaufen, ne? Oder so. Ja gut, das können wir ja nochmal ein bisschen einfärben. Oder Sonne. Das können wir nochmal einfärben.
Ich war erst überlegen, ob wir, also ganz zu Anfang war ich überlegen, ob wir hier auch einfach PCP Kreidegrau drauf machen, aber irgendwie ist es wirklich cool. So, ja, aber die Haube ist, wenn die jetzt Wagenfarbe hätte, wird sie hier merkwürdig aussehen, weil ne, die Haube ist nochmal von der Passgenauigkeit nicht so wie eine Originalhaube. Ja, das stimmt. Ist schon geil. Und das heißt, du wirst hier auf einmal, ne, die fällt, siehst du, die fällt hier so ein bisschen bauchig ein. Mhm, bauchig. Bauchig, ne? Siehst du das? Und wenn das jetzt in Wagenfarbe wäre, würde es hier ganz komisch aussehen. Also die Haube würde hier, siehst du, in dem Stück, fällt die richtig ein. Das ist quasi teilweise unterm Kotflügel. Mhm. Und hier kann ich natürlich nicht mehr spachteln oder irgendwas. Und das, die Teile der Haube anpassen. Deswegen dieser Kontrast ist ganz gut. Ich kann eine ähnliche Farbe auch hier mit reinbringen oder sowas. Ne? Das können wir im Design gucken morgen. Mhm. Ich habe ja noch von Carbonveredelung Hamburg, die habt ihr ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen, habe ich zum Beispiel auch noch Spiegelkappen. Die haben die mir auch noch bezogen mit Echtcarbon. Auch mit dem Carbon-Lenkrad und so. Ich glaube, das passt schon ganz gut zusammen alles. Dann. Ist es die gleiche Carbonfarbe? Ja. Okay. Ja. Ja. Auch die Sitze hinten sind ja, habt ihr auch im Video gesehen, die Sitze hinten habe ich auch mit Carbon beziehen lassen. Habt ihr schon gesehen? Ja. Habe ich noch nicht gesehen. Wann? In welchem Video? Du hast schon ein einzelnes Video von gemacht. Ist schon ein bisschen her. Habe ich noch nicht. Ich war am Schleifen. Ja. Ja. Ja, mega. Ich bin sprachlos. Ich gehe jetzt erstmal. Ja, genau. Stoßstange muss noch dran. Und Heckklappe. Ne? Und Heckklappe. Ja. Das sieht man hier schon mal ein bisschen, ne? Mega. Ich bin wirklich zufrieden. Gut, Fan und so, da habe ich ja eben schon mal gesagt, das passt jetzt nicht, die müssen viel weiter raus. Das ist eine 19 Zoll 7 halber. Da kommt ja eine 19 Zoll. Vorsicht, Stoßstange ja, kommt. Vorsicht, die Stoßstange kommt. Ja. 19 Zoll 10. Kommt, guck mal. Oettinger, da müssen wir mal reden. Lackiertechnisch kommst du da nicht rein, ne? Du musst dir vorstellen, du hast ja quasi, kennt vielleicht jeder, der mal ins Bierglas gepustet hat. Puste mal, oder ein Schnapsglas, puste mal ins halbvolle Schnapsglas. Du pustest rein, es kommt alles raus, aber es bleibt nichts drin. Mhm. Und so ist es halt auch. Und du hast halt, du gehst mal eine Lackierpistole hier rein, bevor die Farbe kommt, triffst sie hier gegen und da gegen, da hast du deinen Läufer rein. Aber du kommst halt in die tiefsten Ecken nicht rein, ne? Weil die Luft halt, ja. Du hast ja, halt wie könnte man das deiner Meinung nach besser machen? Weil das Design an sich ist ja vorgegeben. Ja, das Design ist vorgegeben, weil ich hätte es vielleicht, denn, dass man das mit dem Original, dass man es wirklich wie beim Original reinsteckt oder sowas. Ne? Da hast du viel, ich glaube, vom Bauen wäre das einfacher und du hast viel weniger Kopfschmerz, was das Lackieren angeht. Ne? Ja, das stimmt. Du hast hier, ich habe es schon gesehen, als die Teile herkamen, von der Grundierung war es schon schwierig, ne? Weil du kommst halt nicht rein. Das war mal schon von vornherein. Und deshalb mit meinem PCP ja 6 Schichten. Also erstmal habe ich die ja weiß lackiert, gefüllert. Also ich bin jetzt ja schon hier, habe ich jetzt bestimmt schon 10 oder 12 mit deinen Löchern gekämpft. Mhm. Das heißt, allein nur das hier noch zu schleifen, bist du 1-2 Stunden dabei. Ne? Und ja, also das für Lackierer, das ist Lackierer unfreundlich. Aber geil gemacht, also nicht davon ab, aber es ist halt mega aufwendig. Ja, oder halt wie bei der originalen Stoßstange, da werden die Dinger geschraubt von hinten. Genau. Ja, ja das wäre, ich glaube, das ist viel einfacher vom Aufwand her, das wirklich reinzustecken. Ne? Du wolltest ja schon vorher sich weiß lackieren und schon mal so ein schwarz lackieren und hier quasi eine fette PCP-Kante macht. Mhm. Hätte auch scheiße ausgesehen. Nie wieder auch. Darf ich jetzt nicht zurück? Nein. Ach so, ja, stimmt, weil es ist ja. Sonst muss man alles ganz elektronisch wieder alles anschließen. Hier alles wieder. Stimmt, das ist ja gar nicht. Ja, genau, das ist gar nicht da. Deswegen müsste schon. Ja, rein theoretisch müsste ich da. Oder Schloss ausbauen, dann rein, kann ich machen. Rein theoretisch müsste ich mir. Schloss könntest du ausbauen jetzt eben? Ja, kann ich machen. Ja, dann machst du Schloss aus, dass die richtig dran sitzt, dass ich, falls irgendwie einen Übergang dann reinmache. Dann müsste nochmal halten. Ich müsste mir, glaube ich, eine Kamera dafür besorgen. Ich habe den bewusst, also ich habe Kamera beim Bestellen, habe ich weggeklickt, das brauchte ich. Eigentlich nicht, aber jetzt in dem Zustand wäre das schon ganz schön, wenn man rückwärts fährt. Eine Rückfahrkamera. Ja. Wie ist denn ja in dem VW-Zeichen, dann fährt das so aus? Ich weiß gar nicht, was die kosten. Ich glaube, das wäre ganz... 250. Hä? 250. Eine 360-Grad-Kamera brauchst du.
Heißen die Dinger so? Ja, oben so Dinger auf der Antenne. Ja, genau, so eine Antenne oben. Gibt es im LKW-Bereich. Das ist wirklich, wirklich praktisch. Ja, und dann holst du aus dem LKW-Bereich noch dieses Piepen, wenn du rückwärts fährst. Wieder richtig schön laut. Ja, genau. Oh, der René kommt wieder. Er fährt rückwärts. Ich nehme einfach Nelly mit, sie schreit dann aus dem Fenster. Piep. Ich lege mich in den Kofferraum. Ja. Oh, das ist so sexy. Ich bin immer noch so geflasht von dieser Farbe. Weil es ist wirklich schwer, ne? So eine Farbe zu finden, bei wie viel jede Woche, was habe ich gelesen bei Stonax auf der Seite? Jede Woche entwickeln die 150 Farben, glaube ich. Nagel mich auf diese Aussage nicht fest, aber ich glaube, das gelesen zu haben. Wie viele Farben hast du hier, die du anmischen kannst, grob? Unendlich. Ja. Also allein über Computer 70.000. Überleg dir das mal. Aber ich kann ja jetzt theoretisch, ich kann ja jetzt beigehen. Das ist ja frei. Das ist mein Farbscanner. Damit kann ich quasi auch, wenn eine Farbe verblichen ist oder sowas, wenn eine Farbe verblichen ist, kann ich, na, beim Auto, deswegen messen wir ja mal, oder, ne, jede Farbe hat ja zig Farbnuancen. Auch ja. Dein Weiß, was da vorher drauf war, habe ich ja bestellt und die Heckklappe habe ich nicht lackiert. Die hat also eine etwas andere Farbe, hat dann irgendwie einen Gelbstich und das ist ein leichter Blaustich. Allein, ich glaube, die VW-Farbe hat hier 7 verschiedene Farbnuancen. Nach Baujahr, nach, ob es Europa, Amerika oder China irgendwo ist. Okay. Deswegen gehen wir mal bei. Wir haben die Farbnummer. Wenn wir jetzt auf Messen gehen. Das habe ich zum Beispiel oben schon mal. Oh, das habe ich zum Beispiel schon mal oben gemacht. Und jetzt sagen wir, wir haben oben unsere Küche mit PCP in Sofakissenfarbe gemacht. Jetzt kann ich diese Farbe messen. Jetzt muss ich sie dreimal anheben. Auf dem Autoteil, dann, weil das hier aus verschiedenen Winkeln misst. Das ist halt geil. So kann ich halt, wenn ich irgendwo eine geile Farbe sehe und ich habe das Ding mit. Ganz oder, zufällig, das ist so wie bei Philipp die Wagen, hast du immer das Ding mit. Genau. Dann stecke ich es in die Station rein. René T-Shirt. Aus seinem T-Shirt. Jetzt kann ich das analysieren lassen und kann daraus gucken, jetzt werden die Kandidaten analysiert. Jetzt guckt er, welcher Autofarbton passt zu dieser Farbe. Zu 85% oder zu 97% nach Korrektur passt das zu General Motors Cheeky. Farbton, Farbe Cheeky ist sein T-Shirt jetzt. Okay. Na, oder von Opel Vauxhall Korallenrot. Na, jetzt kann ich ja die anklicken. Ich kann sagen, okay, die Farbe, na, aber die passt nicht. Guck mal hier. Hier habe ich verschiedene Nuancen. Jetzt kann ich die anklicken. Sagt, ich nehme die und kann noch mal hier visuelles Ergebnis machen. Also wenn ich jetzt schon ein Auto in der Farbe hätte, das kann ich hier ein Spaltmaß visualisieren. Kann ich ein bisschen kleiner machen. Guck mal, siehst du, hier sind verschiedene Farben, ne? Mhm. So kannst du halt gucken, wenn ich jetzt quasi eine Tür habe, die ist ausgeblichen und ich habe die Farbe angerührt, müsste ich dann wahrscheinlich ein bisschen einblenden. Oder ich kann diese Farbe korrigieren. Dann nimmt er diese Autoformel, korrigiert die nochmal neu, dann habe ich dann die T-Shirt-Farbe. Ist ja cool. Dann so kann ich halt, ne, aus deiner Farbe haben wir jetzt mal eben schnell einen Autofarbton gemacht. Mhm. Also wir können jetzt quasi passend zu deinen Schuhen dein Auto lackieren oder dein T-Shirt. Mit PCP, mega. Dann kriegst du jede Woche eine neue Farbe. Ja, können wir so machen. Ja, deswegen, haben wir Farben ohne Ende. Ne? Auch wieder auf Sprühfolien zurückzukommen. Sprühfolien hast du vorgegebene Farben. Ne? Oder kannst du irgendwelche Pearls anrühren. Wir können wirklich jede Farbe. Ne? Hier ist meine Mischbank von Standox. Da lasse ich dann halt hier diese Bindemittel raus und mache stattdessen PCP rein und mache aus der Farbe diesen abziehbaren Lack. Deswegen der abziehbare Autolack. Der echte. Ne? Ja. Und oben drauf kommt ganz normal die Klarlacke, die wir auch hier haben. Ja, und dadurch, dass PCP so stark ist, ne, können wir die normalen Lacke oben drauf machen. Und die haben eine gute Kohäsion, das heißt, die blättern nicht ab, die platzen nicht ab. Mhm. Deswegen haben wir halt den perfekten Schutz in Lackqualität. Ne? So Leute, guckt mal bitte. Wir haben das Ding jetzt hier einmal rausgestellt in, ja, ich hätte jetzt fast gesagt in die Sonne, aber zumindest ans Tageslicht. Ist das brutal? Ist das brutal? Ja, das machen wir deswegen, weil wir ja, wie gesagt, Fotos jetzt machen wollen fürs Design. Ne? Am geilsten finde ich das Heck. Warte, ich bin gleich da. Oh, guck dir das an. Guck dir das bitte an. Ist das geil.
ganze Video hat ja heute jetzt quasi nur stattgefunden, weil wir Bilder machen wollten für die Designdarstellung. Und da wollte ich euch halt einmal mitnehmen. Das Ganze machen wir ja live. Das heißt, wir werden am Freitag um 18 Uhr bei mir auf dem YouTube-Kanal werden wir live gehen und werden zeichnen. Ich hoffe, dass die Internetleitung das hier auch hergibt, dass der Stream nicht abbricht oder so. Wir bauen gerade eine Internetseite, oder es wird gerade eine Internetseite gebaut oder eine Erweiterung von der Schrammwerkseite. Den Link packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Da sind Bilder von dem Auto. Das könnt ihr euch runterladen, könnt da einmal euer Design aufbringen, eure Vorschläge fürs Auto. Und dann steht da noch eine E-Mail-Adresse, dann könnt ihr das Ganze dort einfach wieder hinschicken. Und dann besprechen wir diese Bilder oder eure Designs, plus das, was wir uns sowieso schon überlegt haben, besprechen wir alles in diesem Stream, wie gesagt, am Freitag, den 9. 9.7.21, 18 Uhr geht der online. Danke fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, also bis Freitag. Ciao.